Mein Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere heute für unseren YouTube-Kanal Modbox ja eine Kuhweide. Aber nicht irgendeine Kuhweide, sondern eine, wie ich finde, sehr gelungene Kuhweide. Ich habe sie jetzt platziert. Sie kostet 9.500 nur. Kann fast 30 Kühe. Kostet 90 Euro am Tag und das Licht geht manuell. Aber ihr seht schon, hier ist kein Reinkommen, sondern ihr könnt dieses Netz zum Beispiel einmal rauf und runter fahren, um reinzukommen. Das gleiche gilt hier hinten, ne? Könnt ihr rauf runter machen, damit ihr in den Stall mal reinkommt zum Abladen, ne? Die Futter und so weiter. Hier vorne ist die Gülleentnahme. Das ist, glaube ich, nur also hier ist die Mistplatte, die ist schon integriert. Und das andere ist dann für die zum Entnehmen der Milch, ne? Also ne, hier könnt ihr dann quasi die Milch entnehmen. Ja, ihr seht oben auch einen angedeuteten Heu- oder Strohboden und den könnt ihr auch begehen. Die Leiter hat eigentlich eine Funktion. Ich bin gerade auch schon hochgekommen. Oh. Ja, nur ich habe jetzt schon Speedplayer an. Ach komm schon, bald habe ich es auch geklappt. Schön, was ist denn los? Hallo? Wenn es jetzt nicht geht, dann nehmen wir den gleich den. So. Gemach. So, und hier habt ihr quasi die Möglichkeit, auch Ballen zu laden. Gerade wenn ihr diese kleine HD-Ballen macht, könnt ihr die natürlich dementsprechend hier hochfahren. Hier habt ihr so eine Beleuchtung, die ihr anmachen könnt. Dann könnt ihr auch abends hier arbeiten. Oder ihr fahrt vielleicht mit einem kleinen Teleskop da rein und könnt hier oben abstellen. Aber die Möglichkeit habt ihr auf jeden Fall hier oben diesen Boden halt zu nutzen für eure Strohlagerung. Auch hier drin könnt ihr natürlich die Beleuchtung einschalten. Und ich fand die Texturen halt sehr, sehr schön, muss ich sagen. Mir hat die Texturen an diesem Stall sehr gut gefallen. Ne, auch hier könnt ihr natürlich reingehen. Zu den Kühen selber. Ne, hier so eine kleine, kann man ein bisschen durchfahren. Auch da habt ihr eine Lagermöglichkeit, oder für das Fahrzeug noch abzustellen, damit es nicht nass wird oder dreckig wird. Ne, also sehr cool, gefällt mir. Ich fand auch die Optik sehr schön. Und dann wird hier das schöne Weidezaun, die Kühe bewegen sich, wie sie sollen. Also mir hat dieser Kuhstall sehr, sehr gut gefallen. Und wenn man dann noch guckt, dass der im Baumlinie gleich teuer ist, Tiere, Kühe, da ist wirklich mit 9.500 habt ihr diesen Kuhstall hier stehen. Ne? Ne, Farbe ändern könnt ihr nicht, aber letztendlich seht ihr schon, wie der platziert wird. Finde ich sehr cool und hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich finde halt auch die Struktur irgendwie cool mit dem Holz. Also das ist halt neu, ist jetzt nicht Use Look, ist neu, aber halt auch nicht verkehrt, ne? Ja, ansonsten, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, ne? Außer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Kostet euch alles nichts. Nutzt die Links unter dem Video für kaufbare Inhalte, ne? Diese Unterstützung mit meinem Entwickler und kostet mich mehr nicht weniger. Schreibt am True Farming 2 Sidestore-Kanal vorbei bei mir und den ganzen anderen Leuten aus dem Team, die für euch mit aufnehmen. Also alles, was nebendran zwischen McManus und Freezy passiert. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr uns auch mal ein Däumchen da lasst für einen netten Kommentar. Und meldet sich jetzt natürlich auf die Glocke, würde mich sehr freuen. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Tschüss.